My dear ladies and gentlemen, we welcome you to another Let's Play with Bloody Folk 13, the Vardrog, and a special guest, Morphus. Okay, wir sind wieder on stage. Ich muss gerade übelst aufpassen, dass ich nicht anfange zu feiern, weil das war irgendwie, ich dachte nicht, dass du auf Englisch anfängst. Na, und sowas war. Ich habe gesehen, dass du ein wenig da so reingeschrien hast, das fand ich auch lustig. Oh, aber es geht schon. Entschuldigung. Ja. Wir können nichts für eure Ohren. Ich meine, ihr hört uns unsere Stimmen regelmäßig an. Ihr hört euch unsere Stimmen an. So, da ist ein bisschen Lautstärken gar nichts dagegen. Und Morphus kann das einfach im Gegensatz zu uns, so eine richtig geile Anmoderation. Danke. Wir holen ihn jetzt immer für die Anmoderation und dann schicken wir ihn weg. Denn wir lassen uns ein Sample von ihm machen. Oder oh so. Ja. Das kann man so, auch so, so ein Intro. Oh, ein Kaffee. Oder ein Bollo. Das ist aber nicht dunkel. Warum haben die denn immer so eine Angst vor... Wenn du unser Let's Play ver... Grants Workshop, ich weiß, wo wir sind! Wo ist der Waffenschmied? Oh, der, aber es gibt den Warhammer nicht. Hier ist der Waffenschmied. Grammy. Here's Grammy. Hallo, Gram. Könnt ihr mal sagen, warum man hier immer sämtliche NPCs kennt? Nicht ins Wasser rennen. Vielen Dank für diese Vorab-Info, Bloody Fox, Captain Einsicht, wenn du mich hättest... okay. Captain Obvious, ne? Dankeschön. Ja, klar. Erst sagst du mir, ich soll nicht ins Wasser gehen, nachdem ich ins Wasser gekommen bin, dann spammst du mich einfach direkt in den Gegner. Im Halbblutprinzip. Dafür kann ich nichts. Schon gut. Ich bin feuerempfindlich. Renn doch nicht immer mit Feuer auf mich los. Neue Waffe... Kein Kettensägenschwert, aber ein Kettenschwert. Immer noch ein Angriff. Auf Donnerwurf. Ach, überhaupt nicht. Wo ist das Kettenschwert? Ich will das Kettenschwert. Hast du es gerade mit ins Wasser genommen? Nein, dann nicht. Kann man irgendwas mit den Leichen machen? Blutschnurrbärte raufmalen oder so? Wie kann er nur so straff bleiben, selbst wenn man damit auf jemanden eindrischt? Seltsam, aber sehr effektiv. Hoher physischer Schaden. That's what she said. Bleib mal. Oh, da kommt noch einer. Nein, nicht mit mir. Sag mal. Das macht Marfi gerne. Au. Kann ich mir jetzt seine Waffen klauen? Ja, könntest du, aber du hast dieselben. Hallo. Da unten sind noch welche, die noch... Kann man reingehen? Ja, man kann. Naja, mehr oder weniger reingehen. Da sind aber noch welche, die noch leben. Das sehe ich nicht rein. Ups. Marfi, du weißt schon noch aus dem ersten Teil, dass... nee, aus dem ersten Teil nicht, aber aus dem ersten Teil. Ich muss mich erstmal umprobieren. Was kann man denn hier noch machen? Die sind unsterblich. Oh, was ist das denn? Ui, cool. Was ist das denn? Das ist ja nicht so. Das ist Hast. Ein bisschen schneller. Ui. Ja, da musst du aufpassen. Okay, warum? Dass du nicht reinrennst, weil... Okay. Wenn das nämlich jemand so in deine Richtung macht... Soll ich Kiem wachsen. Okay. Ich will auch... Huch! Ich dachte, ich hab da geschubst. Marfi kann nicht schwimmen. Aber ich kann über Wasser laufen, ich bin Jesus. Also ich muss nur sagen, dass ich den Geist ganz schön knuffig finde. Bin wieder im Geschäft, hat Graham gesagt. Ich bin Jesus, ich kann über Wasser laufen. Beim letzten Mal gab's hier den Warhammer. Der war übelst mighty. Ja, Kettenschwert. Ja, warte mal. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Achso, wir machen ja untereinander keinen Damage. Hier, komm mal her. Kettenschwert, bam. Okay. Jetzt hast du mich eingefroren, das ist Entschuldigung. Nicht Marfi, geh mal weg. Todesschaden. Albenberg. Verstehst du mich, was sie sagen, wenn sie sterben, ne? War das? Ich glaube, ich habe es noch nicht so ganz raus, was ich hier mit den... Ah, okay, hier hau ich. Genau, das ist halt, du hast dort auch die... Das sind nur diese vier Zauber hier. Ja, aber was machen die? Stoß, stell dich mal, warte mal. Warte mal, bis Stoß aufgeladen ist. So, komm mal zu mir hier. Ja. Und jetzt mach mal nach links. Das macht Stoß. Okay, got it. Was macht... Oh, was ist das denn? Marfi, du hast wieder ein böses Monster beschworen. Sag das doch. Ja. Kannst du mit mal aufhören? Zur Abwechslung. Okay, was macht? Kommt ein neues. Oh. Da. Da war eine Krabbe, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich bin auch gerade zufällig. Du kannst nicht einfach Minibosse machen, wenn. Die darf
wenn wir gerade Mini-Tutorial machen. Warum haust du mich ständig mit Feuer weg? Ich habe gerade wirklich versehentlich dich gekillt. Ja, das glaube ich dir ja auch. Aber ich nehme jetzt ein Feuerschild. Okay. Ich werde jetzt einfach einen Stein auf diesen Krebs schmeißen. Ich heile alle. Dicker Stein. Lustig. Komm, meine Lakaien. Was war das denn gerade? Hast du meine Lakaien gesehen? Ich habe gerade das weißes Licht gesehen, glaube ich. Guck doch mal, was ist denn das? Was? Sind das die Käfer? Nein. Da so eine Art Distanz? Das kann sein, ja. Ich weiß überhaupt nicht. Was? Okay. Also guck doch mal, ich habe gar keine Chance. Ja, Murphy hat die beschworen, der Arsch, obwohl wir noch nicht bereit waren. Diese kleinen Viecher sind so megamäßig nervig. Weißt du noch, wie du Range-Zauber machst? Ich weiß nicht. Mit welchen von hinten den triggern? Ist, die Rundum-Zauber? Ja, du hast hier hinten. Ne? Genau, dann versuche mal Stein und dann Range. Das Problem ist, ich werde gerespawnt und auf einmal bin ich irgendwie tot. Mehr als bewegungsunfähig. Ja, die verlangsamen uns irgendwie, aber ich muss gerade an diese Drecks-Elektro-Käfer von Diablo 2 denken. Ich mache nicht viel Schaden, aber Feuer ist, glaube ich, ganz gut gegen die. Die heilen sich natürlich in ihrem Giftnebel mal wieder, Marty. Ja, dann tötet sie doch. Wie? Sagt er, als ob es nichts wäre. Hä, was hat mich da jetzt getötet? Eine Frage, ne? Ich glaube, ich muss mir mein eigenes Let's Play nur deswegen angucken, um zu erfahren, was mich da immer getötet hat. Haben wir alle? Nein, da ist noch einer. Das war keine gute Idee. Das war's, oder? Außerweltlicher Stab. Runter! Habt ihr den schon? Nee, wo ist er denn? Da. Was macht der? Mit dem unbequem scharfen Griff und groben glühenden Klumpen am Ende. Zweifellos an Kräften von Kräften jenseits der menschlichen Vorstellung geschmiedet. Geringer physischer Schaden, mittlerer Todesschaden. Ah. Normal, Murphy. Oh, Moment, wir haben doch jetzt einen neuen Mangel gekriegt, ne? Gewitterwolke. Feuer, Boot, Blitz. Wo? Ach, da. Hey, wir haben auch einen zweiten Unterbrecher. Feuer, es. Ja. Stimmt. Murphy, wir haben ja auch den Unterbrecher bekommen. Warum? Das ist cool. Warum? Warum ich? Wie, habe ich dich gerade gekillt? Nein, ich glaube, das war Murphy mit seinem Magik. Damit, ja. Achso, gleich wirst du gestorben sein. Das ist cool. Das ist cool, wenn man nicht der ist, der stirbt. Das stimmt. Ich bin immer noch in der... Okay. Lass mal weitergehen, ich mag nicht, dass es hier regnet. Ja, ich wollte den anderen dann nehmen. Übrigens, hier, Murphy, wir können den hier machen. Was ist denn das eigentlich hier? Dieser kurzfristige Unverwundbarkeitszauber. Und was sind denn das hier? Ach, das ist das Schild. Hey, da ist ein Mauer. Was mir gar nicht gefällt, ist, die herablassen diese Irren oben uns behandeln. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Ich setze hier die Gewalt mit dem System. Und die leben schon gar nicht mehr. Das wart ihr. Ha, ich kann nicht nass werden. Oh, warte. Zwei doofe Gedanken. Während ihr das niederbrennt, brauche ich die ganze Zeit, um mich zu heilen. Ah, danke für den Tipp. Auf dich selber wirken, genau. Ich kann dir auch ein bisschen helfen. Was ist hinten? Nicht viel. Was ist hier hinten? Guck mal. So, das war der Schlag. Eines genau. Auf dich selber. Und was ist wirken? Hier? Vorne? Das ist Umschalten hier auf die anderen Elemente. Ach ja, okay, ja, gut, langsam. Du hast mehr als vier Elemente hier. Ist das, ja, ist ja, das ja, warte ja. Mal, ist das Touch oder? Achso, ja, ist mit. Nee, ist Press. Tut mir leid, also. Okay. Ah, Weinfässer. Das bietet sich doch ganz hervorragend an. Oh. Das schnuppert verdächtig nach Distanzangriffen. Das schnuppert verdächtig nach Tod. Ah, au. Die Dinger, die Typen mit diesen Schwertern da, die sind total nervig. Der
once was a boy named Harry, destined to be a star. His parents were killed by Voldemort, who gave him a diese Unverwundbarkeit ist wirklich nur zum Fliehen gut. Du kannst da nicht angreifen. I just can't. Liebe Zuschauer, wenn ihr mal in den Genuss von Magicka kommt, spielt lieber als Magicka 2, auch wenn Magicka 2 cool ist. Warum kann ich mich lieber? Hat er mich wieder. Stirb, stirb. Okay, töte mich. Fennis, I hear you. Ist die Sterberate hier immer so hoch oder? Ja. Bei Magicka 1 stand in den Ladebildschirm auch noch, Sterben ist das Sterben Teil des Spiels, dass man sich deswegen nicht so schlecht fühlen sollte. Die Dinger haben übrigens den übelsten Todes, eine Todesanfälligkeit. Nein! Nein! Morphus! Ja, er kann gerade noch nicht wiederbeleben, aber er hat verstanden, was ich ihm gesagt habe. Und er wird vielleicht auch nicht sterben. Ha! Er ist nicht gestorben, wir müssen noch warten, bis du den da einsetzen kannst. Morphus ist voll der Todesfanatiker, tot und voll. Beleben, spiel mal kurz, das, jetzt, Y, nee, nur einmal, mach mal weg kurz. So, einmal Y und jetzt loslassen und einmal X. Ah, kannst du nicht, du bist nass. Ah, okay, dann mach mal das da. Das da. So, dann kannst du mich wieder beleben. Ich denke mal nicht dran, dass ich kann ja den Zauber so jederzeit machen, weil ich nicht nass werden kann. Ja, und hey, ich mache mir einfach den Wasserschild. Mein Geist wollte irgendwie nicht zu Morphus ich gehen. Bin sehr langsam. Wir sind alle sehr langsam. Immer Errungenschaft, weiter. wir haben Normalität erreicht. Sehr schön. Videomodus 1, Leben 4, gegnerisches Bewegungstempo 3. Labor Robert Petrol. Wir werden am Ende auf jeden Fall mal so eine Herausforderung spielen und da spielen wir dann auch mit Morphus zusammen. Ne? Das wird okay. Richtig chaotisch, nehme ich mal an. Das, war was ich mit Vardar genau. Vorhin gemacht habe? Okay. Ja. Supi Knorke. Da wir erst bei 12 Minuten sind, werden wir natürlich nochmal fortsetzen und hoffen, dass wir eine gute Stelle zum Aufhören dann finden. Ach klar, finden wir doch immer. Das haben wir Morphus noch gar nicht gesagt, wir können auch Waffen mit Elementen verzaubern. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich werde in der nächsten Aufnahme mir auch die Fiskarrobe zulegen, weil... Man wird langsamer, wenn man forecastet, oder? Ja. Überreste einer ruhmreichen Vergangenheit. Oh, das... Stehen geblieben bis zum heutigen Tag. Das kenne ich noch, die haben die Brücke repariert. Das ist dieselbe Welt wie bei Magicka 1, oder was meinst du? Teilweise. Spielt ja in derselben. Wir müssen jetzt... Warte mal. War da hinten am Fluss nicht irgendwas? Musst du erstmal rein. Nee, wir sind noch nicht Schloss, oh, Alter. Verflucht, Entschuldigung. Oh, Junge. Ja, kannst du mal bitte Lebensstrafe mich wirken, weil durch meinen Stab habe ich schlecht und du musst näher rankommen, weil du weiter oben stehst als ich. Stirb mal, Vardrak, stirb mal bitte. Warum? Ja, weil wir hier gerade noch zu tun haben. Ein Ding. Genau das meinte ich. So recht, danke. Wir sind noch nicht am Schloss Alderheim, weil wir sind ja schon Grimes Workshop gewesen. Ich würde sagen, das ist noch nicht ganz. Sieht aus als sonst. Vielleicht auch zerregen? Moment, warte mal, nicht töten. Ich warte hier nur auf den Bus. Ich besuche meinen Nachbarn, wisst ihr? Das ist eine Anspielung, wenn ich mich nicht alles täuscht, auf Chihiros Reise ins Zauberland. Nee. Mein Nachbar Toro oder irgendwie. Totoro? Ach, den habe ich leider nie gesehen. Doch, du könntest recht haben, Marfi, dass wir hier doch rüber könnten, eventuell. Da sind auf jeden Fall Haie. Hi. Jetzt nicht mehr. Eingefroren. Du hast dich selbst eingefroren? Stirb, Birke! Komm mit, Jonas. Auch mal hier mit. Immer schön bei uns bleiben, weil... Okay. Immer schön so, bei uns so bleibe ich auf jeden Fall bei euch. Das Problem ist, dass wir alle nass sind. Wenn du uns mit dem Eis triffst. Ja, aber es gibt da anscheinend doch nichts, weil sonst wäre die Kamera weitergegangen. Hol uns mal zurück, ne?
Ich kann das doch schnell so machen. Ich brauch doch nicht aufs Aufladen warten. Was ist da hinten? Brennt noch dein Stall? Doch, wir sind wirklich schon am Schloss Alderheim. Vanyahall. Geschäftszeiten Montag, Donnerstag, 9 bis 8 Uhr. Nicht mal voran, sonst gehen wir auf den nächsten. 12 Uhr mittags, weil es Vortagspause. Ah, verdammt, da heute leider Sonntag ist, heißt das heute leider nicht geöffnet. Wir gucken mal, ob das Trainingsgelände. Ja. Oh ja. Ja! Diese Übungsgruppen wurde von den Zauberern verwendet, um ihren Basis-Magik-Fähigkeit zu erproben. Hinweis, bitte nicht ansprechen. Warum hast du es nicht angesprochen? Moment. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich habe ihn gerade noch des Ansprechendings gehabt, als sie ihn getötet hat. Was macht der Gründerstab? Dieser Stab war einst denen vorbehalten, die sich für die alten Zaubererkriege verpflichteten, bevor diese überhaupt begonnen hatten. Enormer Bonus zu Wasser- und Schildzaubern. Viel Spaß. Wasser- und Schildzauber. Ernsthaft? Schildzauber sind in Magicka 2 ein Witz. Keine Blitzzauber wirken, weil du bist nass. Du schadest dir nur selber. Ich muss immer irgendwie an Apfel denken, wenn ich diese Zauber sehe. An Apfel? Naja, dieses Giftgrün ist so Chemieapfel-Bonbon-Grün. Oh ja. Oder? Nee, nicht reingehen, nicht reingehen. Gucken, ob hier draußen noch... Nein, die alten Männer sind weg. Was? Aber doch, die wieder so ein Bademantel. Was? Bastard. Hey Mann, seid ihr hier, um den Müll rauszubringen? Keiner. Kommt her, ich habe keine Angst vor euch. Das ist hier Scheibe. Die haben komplett Alderheim um mir gebaut. Also schick sieht's aus, aber. Klopf. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn wir da reingehen, uns ein Endboss-Fight erwartet. Naja, wir haben noch 5 Minuten. Ja, wir müssen eigentlich besiegen, ne? Ach komm, lass uns reingehen. Okay. Lasst uns reingehen, sagt er, rennt rein und. Wird übergefallen. Leroy! Habe ich mich auch. Keine Artefakte aktiviert, das Magicka 2 Grundspiel. Artefakte ändern die Spielregeln, steht bei mir einfach. Ja, ist ja. Mehr steht bei mir nicht. Wen Fakte Arte? hat er gedauert. Keine Rückkehr mehr gibt. Wobei es eigentlich sowieso keine Rückkehr gibt. Zeit verläuft linear, man muss mit den getroffenen Entscheidungen leben. Oh ja, bitte. Wir bewegen uns vorwärts auf diesen Felsbrocken, den wir Heimat nennen. Wir fliegen auf ihm durch das kalte Nichts des Raums. Langsam und unerbittlich auf eine gnadenlose Sonne zu. Also, was soll's? Geil. Voltaire! Oh, das ist Voltaire! Trocken dich mal ab, genau. Einfach vorher mal kurz auf dich selber wirken. Du bist abgetrocknet. Nicht nochmal machen, wie es scheint. Moment, wo ist Unterbrechung? Wie wird das gecastet? Unterbrechung ist auf der 2. Unterbrecher. Tod, Stein, Schild. Ja, das macht dich kurzfristig nur unverwundbar. Ja, aber das brauchen wir wahrscheinlich und kann es genauso ähnlich wie der, die Verkörperlichung. Da oben liegt einer. Miss Trotsky? Was? Jürgulf. Ja, gut, ist ich glaube aber, wir machen wirklich hier erstmal Pause. Heute eine etwas kürzere Folge. Und werden uns dann morgen erst dem. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Finale. Können sterben. Genau, und dann können wir singen: Wir werden alle sterben. Ich würde sagen, der Tod von Morpheus ist ein super Endpunkt. Vielen Dank. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir uns das große Finale. Wenn wir uns das große Finale anschauen von Magicka 2. Also vielleicht gibt es auch wieder so ein Plot-Twist wie in Magicka 1. Wir haben den Plot-Twist doch schon, wir wurden im Pokéball gefangen. Ja, aber weiß man ja nicht. Stimmt, eigentlich haben wir einen Plot-Twist hinter uns. Okay, na dann, bis zur nächsten Folge und tschüss. And with these white wars, we want you to enjoy your night. Ja, oder halt den Rest des Tages, weil es ist gerade mal 17.30 Uhr. Okay. Jonas, das war so ein gutes Ende. Ich habe Sven's Kommentar einfach nicht mehr mit aufgenommen. Sehr gut. Gut, ich beende jetzt auch die Aufnahme. Tschüss.